Wer Fan von US-Oldtimern ist und historischen Autos aus Amerika, für den ist es Pflicht, nach Ebenweiler zu kommen. Denn der 13. Event der US-Car-Show hier von Oldtimern und historischen Fahrzeugen, die einmal in Amerika gelaufen sind und heute sich noch bewegen auf amerikanischen Straßen, der ist hier genau richtig. Heute ist das 13. US-Car-Treffer. Sonntagvormittag gibt es da das traditionelle Frühstücksbuffet von 8 Uhr bis 10 Uhr im Zelt. 20 Meter Länge hat es. Mit Rühreier, mit Speck, Wurst, Käse, das, was das Herz begehrt. Und selber gemachte Marmelade gehört auch dazu. Beate hat mich natürlich schon heiß gemacht auf die Spareribs. Später gibt es um 12 Uhr dann unsere traditionellen Spareribs vom Smoker. Gemüselasagne für die Vegetarier. Wurststeak und Bier. Beate, alles passt. Das Frühstücksbuffet entspricht genau meinen Vorstellungen und ist fingerlicking gut. Natürlich die Spareribs. Und deine Worte zur Messe, zum Event, den 13. Event in Ebenweiler, alles habe ich erfahren von dir und ich werde es heute den ganzen Tag genießen. Zwischen Oldies und Food and Fun in Ebenweiler.